Ja, herzlich willkommen hier auf dem Platz in Lotte zum hoffentlich spektakulären Kellerkrimi. 15. gegen 17. Mehr muss man nicht sagen. Der HFC in Rot mit zwei Änderungen in der Startelf. Der zuletzt gesperrte Niklas Landgraf spielt auf der linken Seite für Janek Sternberg und für Julian Gutau kommt Jan Scherbakowski. Halles Trainer André Meyer auf der Suche noch nach dem ersten Dreier. Er will hier heute mehr Mut sehen und mehr Abschlüsse seines Teams. Los geht's! 25 Sekunden sind gerade erst gespielt. Balleroberung des HFC im Mittelfeld. Jan Scherbakowski macht's dann mal über die linke Seite, über die rechte Seite schnell, sucht in der Mitte Elias Huth. Genauso, genauso könnte es gehen mit Tempo und mit tiefen Läufen. Und das ist die erste richtig gute Möglichkeit für den HFC und die schon nach 25 Sekunden. Mit mehr Mut in den 16er. 8. Minute. Marcel Titsch-Rivero bekommt da den Ball. Und genau das will André Meyer sehen. Auch wieder ein Abschluss. Guter Beginn der Gäste aus der Saalestadt. Nächste Aktion. Dann wieder über die linke Seite. Und wieder ist es Marcel Titsch-Rivero in Person, der mit viel Tempo, geradlinig, dann schön nach vorne und er sucht in der Mitte Michael Eberwein, der kommt einen kleinen Schritt zu spät. Robin Brüsicke im Nachfassen. 11. Minute, Redemann verliert da plötzlich den Ball. Christopher Lannert mit der Flanke und dann steht plötzlich Leandro Putaro völlig frei. Nimmt den Ball direkt, verzieht aber, der Ball geht weit am HFC-Tor vorbei. Munterer Beginn hier von beiden Teams. Es ist ein offener Schlagabtausch beider Mannschaften. Halle mit etwas mehr Ballbesitz, aber der SC kann ja auch kicken. 34. Minute, da machen es die Ferler mal schnell auf einem Platz, der jetzt schon wie ein Kartoffelacker aussieht. Da marschiert Leandro Putaro plötzlich mal über die rechte Angriffsseite und dann wird HFC-Kapitän Jonas Niedfeld aber mal sowas von der Knoten in die Beine gespielt. Das Gute aber, Niedfeld hört in dieser Situation nicht auf zu spielen. Ganz dicke Möglichkeit, in der Zeitlupe schön zu sehen. Niedfeld rettet vor dem einschussbereiten O'Connor. Ganz, ganz wichtig. Trotzdem der HFC mit gefühlt etwas mehr Ballbesitz. Wir schreiben die 40. Minute und dann gibt es einen kleinen Aufreger. Nämlich bei einem Zweikampf und den zwischen Michael Eberwein und Luca Stellwagen. Ist das hier ein Foul? Ja oder nein? Der Pfiff des Schiedsrichters, er bleibt jedenfalls aus. Da schauen wir nochmal genau drauf. Meiner Meinung nach trifft Stellwagen Eberwein in Liga 1 und 2. Würde man jetzt den Kölner Keller anrufen, leider gibt es den in Liga 3 aber nicht. Dann Halbzeitpfiff. Michael Eberwein hat noch Klärungsbedarf mit dem Schiri. Die wenigen HFC-Fans, die hier nach Lotte angereist sind, sie wirken nicht ganz unzufrieden. Es fehlt noch das Salz in der Suppe, die Tore. Hinein in die zweite Hälfte. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Wenig Spektakuläres bisher, so wie im Hinspiel. Das 4:4 ausging, aber Halle versucht's wenigstens. Elias Huth auf Jan Scherbakowski. Tempo ist raus. Michael Eberwein. Oh Gott. Aber genau das ist das Problem. Da ist wenig Zwingendes im 16er. Vielleicht bringt dann ja noch ein Wechsel was. André Meyer reagiert, bringt für Jan Scherbakowski Joscha Wosch ins Spiel. Wir schreiben die 63. Minute. Da gibt es eine Ecke für Ferl. Ja, und so kann es dann auch gehen. Vinko Sapina. Sein Kopfball geht knapp am Tor vorbei. Mein lieber Mann, immer noch 0:0 hier. Ein Spielstand, der beiden Teams nicht weiterhilft. Ferls Trainer Guerino Capretti unzufrieden. Und das ausgerechnet heute an seinem 40. Geburtstag. Er schmeißt noch mal drei frische Leute rein. Wir sind in der 73. Minute. Da gibt es einen Ballverlust von Halle. Ja, weil hinten im 16er einfach keiner steht. Und dann macht's Ferl schnell. Über Sapina. Auf Petkov, der sucht Koruk. Der Pass zu ungenau. Eigentlich eine Riesenmöglichkeit der Ferler hier zum 1:0. Beide Teams wollen, aber irgendwie können sie gerade nicht. Und da mal wieder Halle. Das ist der Redemann. Der sucht Eberwein und der wird gefoult von Frederik Lach. Es gibt die gelbe Karte. Vielleicht doch mal ein Standard. Da hat Halle ja auch einen ganz guten Schützen in seinem Team. Niklas Kreuzer nämlich. Hier nochmal das Foul von Lach an Eberwein. Wir schreiben die 81. Minute. Kreuzer,
aus sehr guter Position, 20 Metern, aber wir sehen es in der Zeitlupe, der Ball geht knapp am Lattenkreuz vorbei. 85. Minute, wieder Ferl. Das ist doch hier jetzt ein offener Schlagabtausch zweier taumelnder Boxer, könnte man ja fast sagen. Und da versucht es Pernod nochmal, Tim Schreiber, aber ist auf dem Posten. Schöner Schuss hier, aber auf Tim Schreiber ist Verlass. Beide Trainer nicht zufrieden. Alles deutet hier auf eine Punkteteilung hin. Für Halle wäre es immerhin der erste Punkt in 2022. Aber taugt der als Brustlöser? Da habe ich so meine Zweifel. Letzte Szene, kurz vor Schluss, Michael Eberwein nochmal. Ja, aber so sieht er dann eben halt aus, dieser Abstiegskampf. Dann ist Schluss in Lotte. Der SC Verl trennt sich vom Halleschen FC 0:0 auf echt wildem Acker. Punkteteilung in Westfalen. So richtig weiter hilft der eine Punkt beiden Teams nicht. Seit 9 Spielen ist der HFC jetzt ohne Sieg.